La 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 la. שלום, את ההכנה לשיעור היום הכינו קבוצות דרום אמריקה והכלי הלטיני. גוט מורג, דיפו ברייטו נתת גמחת. זוד אמריקה, את ביצה, לטיין דרי. לא שומעים אתכם. ביהנש נשט. אמיגוס, estamos en tiempos muy especiales. Tiempos en los que hay... hay una distancia física marcada entre nosotros. Internamente Freunde. Debemos estar más unidos que antes. La fuerza superior nos da es gibt einen Unterschied condiciones para avanzar más rápido. Zwischen uns und wir sind mehr verbunden sein wir jetzt. Und diese Anstrengung brauchen wir für eine schnellere Entwicklung, um den inneren Israel voranzutreiben, der uns verpflichtet, aufzusteigen und zu verbinden. Und die Wichtigkeit des Schöpfers zu bringen. Das heißt, in diesem gemeinsamen Leben zu sein. Hola, amigos. Desde la preparación del día de ayer ha sido imposible estar tranquilo. Dear Freunde, bereits gestern haben wir begonnen hasta este momento y todo und habe den Augenblick komme ich nicht zur Ruhe. Nos invitaban a la reflexión de si existe algo más importante. Ich habe die Worte der Freunde gehört. En este momento es cuando debo de hacer un balance del sentido de mi vida. Und höre, was wir sagen, darüber, wie notwendig es ist, alles zu realisieren. Und wie man basierend auf der Logik es zum Ziel voranzutreiben, den Freunden zu dienen und im selben Augenblick verschwindet die ganze Wirklichkeit und wird zu einem gerichtet auf den Schöpfer und wir treten diesen Weg ein, der zum Schöpfer führt. Wir lesen einen Abschnitt aus Rabash. Was darf bei der Arbeit nicht hinzugefügt und nicht weggenommen werden? Es muss über die Vernunft hinaus glauben und sich vorstellen, dass er bereits mit dem Glauben über den Verstand, der in seinen Organen spürbar ist, belohnt wurde. Und er sieht und fühlt, dass der Schöpfer die ganze Welt als das Gute führt. Obwohl er Wenn er in die Vernunft blickt, das Gegenteil sieht, sollte er dennoch über die Vernunft hinaus arbeiten und es sollte ihm so erscheinen, als ob er in seinen Organen bereits fühlen kann, dass es wirklich so ist, dass der Schöpfer die Welt als Gut und Gutes vorantreibt. Hier wirbt er die Bedeutung des Ziels und von hier leitet er das Leben ab, also die Freunde, dem Schöpfer nahe
zu sein. Dann kann der Mensch sagen, dass der Schöpfer gut und Gutes tun ist, dass er die Kraft hat, dem Schöpfer zu sagen, du hast uns aus allen Völkern auserwählt und hast uns geliebt und gewollt, der einen Grund hat, dem Schöpfer zu danken und in dem Maße, in dem er die Bedeutung der Spiritualität spürt, legt er den Lobpreis des Schöpfers fest. Wir lesen den Abschnitt nochmals. Er muss über die Vernunft glauben und sich vorstellen, dass er bereits mit dem Glauben an den Schöpfer in seinen Organen spürbar belohnt wurde. Und er sieht und fühlt, dass der Schöpfer die ganze Welt als gut und Gutes lenkt. Und obwohl er, wenn er in die Vernunft blickt, das Gegenteil sieht, sollte er dennoch über die Vernunft hinaus arbeiten und es sollte ihm so erscheinen, als ob er seinen Organen in seinen Organen fühlen kann, dass es wirklich so ist, dass der Schöpfer die Welt als gut und Gutes tun lenkt. Hier erwirbt er die Bedeutung des Ziels und von hier leitet er das Leben ab, also die Freude, dem Schöpfer nahe zu sein. Dann kann der Mensch sagen, dass der Schöpfer gut ist und Gutes tut und fühlt, dass er die Kraft hat, dem Schöpfer zu sagen, du hast uns aus allen Völkern auserwählt, du hast uns geliebt und gewollt, der einen Grund hat, dem Schöpfer zu danken. Und in dem Maße, in dem er die Spiritualität, die Wichtigkeit der Spiritualität fühlt, tut er den Schöpfer preisen. Pregunta para taller activo. Describimos que ya hemos alcanzado la fe por encima de la razón. Und die Frage für den aktiven Workshop ist, wir stellen uns vor, wir stellen uns vor, dass wir bereits den Glauben über den Verstand erreicht haben. Jeder soll den Freunden erzählen, was gibt es in diesem Zustand. Was ist dieser Zustand? Wir glauben über den Verstand, nehmen in Betracht, dass nur das, was die Freunde vereint, was der Verbindung hinzufügt. Und wir nehmen nicht in Betracht unsere Gedanken, so vielleicht sogar die Gefühle, sondern alles, was auf einen Punkt ausgerichtet ist, dem Schöpfer Genuss zu bereiten. In diesem Zustand gibt es viel Wissen. Viel Verstand, was richtig ist und was nicht, und mehr. Also das ist die Wichtigkeit des Ziels. Das erlaubt uns, unseren ganzen Verstand zu nehmen, unser ganzes Verständnis, welche richtig sind, und über diesen Lauf mit Verständnis und dem Verstand des Hören und sich dem anheften. Man kann vieles sagen. Darüber, dass man mit den Freunden beten kann, man kann an sie denken. Und all das ist der, es ist mehr der Einfluss von Geben als Empfangen. Ich
יש הרבה שמחה מזה שאני יכול להיות דבוק לחברים ולשמוח בשמחתם ו... Es gibt viel Freude, dass ich verbunden sein kann mit den Freunden und sich, mit, sich an ihre Freude erfreuen und gemeinsam mit ihrem Verlangen zu sein und über meinem eigenen Verlangen. Keine Ahnung, was genau glaube ich über den Verstand ist. Das sind nur, ich kann nur vorstellen. Aber ich denke, ich weiß nur, dass es Freunde gibt. Es gibt die Zähne, die mal ausgerichtet sind, den Schöpfer zu enthüllen. Pregunta de taller en silencio. ¿Cómo podemos usar la influencia del medio ambiente durante la lección para que podamos elevarnos? Die nächste Frage für den stillen Workshop zum Nachsinnen. Wie können wir die Umgebung während dem Unterricht benutzen, um auf die Stufe Glaube im Verstand aufzusteigen? Nochmals. Wie können wir unsere Umgebung benutzen, um auf die Stufe über dem Verstand aufzusteigen?